seit Jahren produzieren wir Nullenergie oder Passivhäuser auf der ganzen Welt in allen Klimazonen. Da sind wir sehr zufrieden und unsere Kunden, die sind sehr glücklich, dass sie ihre Energie, ihr Geld sparen und die Umwelt schonen, indem sie wenig oder kaum Energie brauchen für Passivhäuser. Hello Earth Caring viewers and welcome to Golden Age Technology on Supreme Master Television. This week we have the pleasure of introducing to you Luxembourg engineer and physicist Edmond D. Crecy, who has dedicated his life to advancing passive housing technologies. Mr. Crecy's laudable work has led him to all corners of the globe. Over the past 30 years, he has developed his own patented technology called the Isomax Terrasol system and has used it to build high-quality, affordable, and eco-friendly housing in an ever-growing list of countries, including China, Japan, India, Djibouti, the USA, as well as throughout Europe. Mr. Crecy specializes in urban development, with his career beginning in the planning and construction of Brazil's capital, Brasilia. It was during this time that the visionary young engineer felt a need to develop more efficient building techniques, which later turned into a desire for significantly lessening the energy consumed by structures around the world. Ich habe 1956 bis 1962 mit dem Architekten Oskar Niemeyer in Brasilia die Stadt mitgeplant und auch mitgebaut. Und da sind mir Gedanken gekommen, wie können wir es besser machen? Denn damals haben wir gearbeitet wie die alten Ägypter, Stein auf Stein. Mhm. Da war eine meiner Ideen oder Visionen, Großwandelemente, Fertigelemente herzustellen, werksmäßig hergestellt. Und nachdem ich die zu späterer Zeit auch hergestellt hatte, kam mir dann der Gedanke, und war das Umweltproblem etwas gravierender geworden, bekannter geworden. Die Ölpreise und Energiepreise sind gestiegen, dass ich sagte, wir müssen Energie sparen. What is the difference between zero energy homes and the passive homes that Mr. Crecy designs? Ein Nullenergiehausbegriff ist kein juristisch klarer Begriff. Besser wäre es, wenn wir sagen Passivhaus-Gebäudetechnologie. Und das bedeutet wiederum, dass ein Passivhaus nie mehr als 15 Kilowatt pro Quadratmeter Jahr an Energie verbrauchen darf. Alles, was darüber ist, gehört nicht mehr zur Passivhausqualität. Und eine Nullenergie können wir nur erreichen, wenn wir sagen, wir packen noch zusätzliche Photozellen auf das Dach, wir stellen noch Windmühlen in den Garten, damit wir auch noch die Energie gewinnen. Isomax Terrasol Structures utilize solar heat, highly efficient insulation techniques, and the near surface ground temperature to provide the homes with a steady supply of air conditioning for heating and cooling in all climate conditions. Wenn wir mit dem dualen Energiekonzept Sonnenwärme und Erdkühle arbeiten, dann erreichen wir einen sehr hohen Prozentsatz an Energieeinsparung. Dann sparen wir 46% der Weltenergie durch das Klimatisieren ein mit dem dualen System Sonnenwärme, Erdkühle. Können Sie das System noch ein bisschen tiefer erklären? Natürlich, das mache ich gerne. Das ist relativ einfach. Wir sagen, wir nehmen die Sonnenwärme über Solarabsorber, die auf dem Dach situiert oder angebracht sind. Das sind PP, also Polypropylenleitungen, die unsichtbar unter der Dachhaut angebracht sind. Unter der Dachhaut. Wir sehen nichts. Wir sagen, wir verändern die Architektur nicht. Wir absorbieren die Sonnenwärme unter der Dachhaut über Schlauchleitungen, die mit Wasser gefüllt sind. Dann haben wir auch Schlauchleitungen beim Neubau unter dem Haus, der Fundamentbodenplatte. Dann bilden wir dort einen sogenannten Wärmespeicher. Denn die Normaltemperatur in unseren Breitengraden Europa ist zwischen 9 und 11 Grad. Die alleine genügt nicht. Wir müssen sie noch etwas erhöhen durch die Solareinspeisung. Und der Warmspeicher kann dadurch über eine Sommerperiode, kommt er dann auf 23, 25, vielleicht auch 35 Grad Temperatur. Um das Gebäude herum haben wir die natürliche Erdtemperatur. Und diese Temperatur vom
Kühlspeicher um das Gebäude herum dient dazu, dass wir die Energie für den Sommer nehmen zum Kühlen des Gebäudes und vom Warmspeicher nehmen wir im Winter das warme Wasser, um das Haus zu klimatisieren. This simple and effective system of running water around the home allows for a controlled indoor climate in all seasons. The protective layer of water helps keep the home insulated and even enables the temperature of each room to be adjusted for comfort. Jedes Isomax-Haus hat in der Außenhaut, in den Außenwänden, manchmal auch auf dem Dach, hat es Polypropylenleitung und das ist dann eine sogenannte Temperaturbarriere. Das heißt, wir bringen im Sommer das kühle Wasser in die Außenwände, in die Temperaturbarriere und damit kühlen wir natürlich unsere Gebäude und führen den Überschuss wieder in den Speicher ab. Wir machen das wie die Eichhörnchen, im Sommer sammeln wir für den Winter. Im Winter nehmen wir jetzt aus dem Warmspeicher, den wir übers Jahr, über die Sonnentage gefüttert oder gefüllt haben, nehmen wir jetzt Warmwasser und führen die in die Temperaturbarriere, um das Haus mit der Temperaturbarriere zu führen, dass wir keine inneren Verluste haben. Und mit der Temperaturbarriere haben wir einen großen Vorteil. Jeder Raum wird individuell gesteuert über Raumthermostaten. Das heißt, wir haben segmentweise die Temperaturbarriere auf den Wänden, sodass die Innenräume, die dahinter liegen, ob das Schlafzimmer, Badezimmer oder Wohnzimmer ist, individuell über deren Raumthermostate wie eine Heizung auch gesteuert werden. Das Ganze funktioniert vollautomatisch. Er stellt einmal das Gebäude auf die gewünschten Temperaturen ein pro Raum und dann das ganze Jahr, Winter, Sommer, hat er die Temperaturen, die effektiv erforderlich sind, die er sich gewünscht hat. Ich nenne mal Idealtemperaturen, Wohnzimmer 22 Grad, Schlafzimmer 16 Grad, Badezimmer sollte man auf 28 Grad temperieren. Aber natürlich kann man auch ein Schlafzimmer, ein Kinderzimmer, was auf 16 Grad ist, kann man ganz kurzfristig auch mit höheren Temperaturen beschicken, wenn die Kinder lernen müssen oder ein Kind wäre krank. Existing buildings can be retrofitted with Isomax Terrasol technology. Retrofitting is a key aspect of Mr. Krecky's vision for a greener planet where substantially less energy is used to heat and cool structures. Eine Renovierung eines Gebäudes bedeutet, der Bau hat einige Verbesserungen erhalten, die vielleicht für die nächsten 8 oder 10 oder 20 Jahre vielleicht gültig sind, vielleicht ein paar neue Tapete noch. Nein, das ist nicht. Wir müssen einen Bau energetisch thermomodernisieren. Das heißt, er muss ein neues Bild bekommen, er muss wie neu aussehen. Und dann haben wir für die nächsten 100 Jahre oder mehr noch Ruhe. Denn wir benötigen keine Energie mehr. Und diese Energie, diese Technologie, die wir dann einbauen, die ist absolut wartungsfrei. Und das sollen wir anstreben, dass jeder Mensch heute mithilft, den Gedanken weitertragen und auch seine Mitmenschen informiert, wenn er in einem solchen Hause, Isomax-Haus, glücklich lebt. Und das sind ja viele Menschen, die das heute tun, die ja schon seit 10, 15, 20, 30 Jahren drin leben und nie mehr diese Gebäudetechnologie ändern wollten. Mr. Edmund D. Krecky also believes in creating high-quality and energy-efficient buildings that are simple enough for the average person to learn to build for themselves. The simplicity of Mr. Krecky's system is such that people in less developed nations, such as Djibouti in Africa, are able to easily build homes incorporating his technology. Das war ein großer Auftrag, ein bilaterales Abkommen der luxemburgischen Regierung mit Djibouti. Ich habe dort eine ganze Stadt gebaut und diese Stadt wurde produziert in Djibouti, ohne Import, wurde produziert in Djibouti und gebaut über ungelernte Arbeiter, die Mehrzahl waren Analphabeten. Und die Stadt steht und wir sind alle glücklich und zufrieden und sie ist äußerst wirtschaftlich. What message would Mr. Krecky send to the world regarding conserving energy? Was können wir tun? Das heißt, wir können, wie ich schon anfangs sagte, wir können nur den Menschen zureden, wir können sie informieren. Das ist eine sehr große soziale Aufgabe, die ich auch heute an Sie und auch an meine Zuschauer und Zuhörer weitergeben möchte. Wir können nur sagen, bitte versucht, euer Geld zu sparen und verschleudert nicht die Energie durch den Kamin, denn das Geld, diese Energie, holt ihr nie wieder zurück.
baut vernünftig, baut null Energie, spart an der Energie. Wir haben nicht mehr viel, der Peak Oil ist schon längst überschritten, der Ölpreis wird gewaltig in den nächsten 10 Jahren sich steigern. Wir müssen aber heute anfangen, hier dagegen zu stellen, denn in 10 Jahren anzufangen, wird es zu spät sein, dann sind die Ölpreise so hoch, dass wir nicht mehr sie bezahlen können. Und zum Heizen unglaublich, das dürfen wir nicht. Und dann leistet natürlich jeder, sei es in seinem Neubau, wie auch in den Bestandsbauten, wenn sie energetisch thermomodernisiert sind, den größten Beitrag für sich, seine Familie, aber auch die zukünftige Generation, nämlich seine Kinder. Und das muss sein. We asked Mr. Krecki regarding his plans for the future in terms of promoting energy-efficient housing. Solange der liebe Gott mir hilft, ich bin ja jetzt knapp 76 Jahre, möchte ich meine Arbeit fortsetzen. Ich möchte meine Menschen weiter informieren. Ich möchte weiter an Forschung und Entwicklung tätig sein. Ich möchte vielleicht noch dort, was erforderlich ist, kleine Verbesserungen bringen, dort, wo es machbar ist. Man kann nicht sagen, dass die Technologie heute nicht mehr verbesserungsfähig ist. Alles ist verbesserungsfähig. Und ich möchte die Menschen informieren und unterstützen weltweit, dass sie das Ziel, was ich mir vor vielen Jahren als junger Visionär und junger Ingenieur in Brasilien gesetzt habe, dass wir das erfüllen. Und da bin ich jedem dankbar, auch meinen Menschen, meinen Kunden, die meine besten Assistenten bis heute ja sind, mitzuhelfen, dass wir dieses große Werk, diese große Aufgabe erfüllen können. Our applause and gratitude, Mr. Edmund D. Krecki, for all your outstanding work to help create a more sustainable planet. May your wise message of gentler treatment of our world through such actions as saving energy spread far and wide. For more details on Isomax Terrasol technology, please visit www.isomax-terrasol.eu or contact Isomax Ecological Building Technologies Diplom Ingenieur Physiker Edmund D. Krecki, Monaco, Terrasol-TH@monaco.mc. Noble viewers, thank you for joining us today on Golden Age Technology. May we strive to create a brighter future for all beings on our planet. For more details, please visit www.suprememastertv.com/GAT.